Ja, guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich eröffne dann mal die Vorträge heute. Ich bin Felix und ich arbeite an diesem Schaltungssimulator, den ich euch mal kurz vorstellen wollte, beziehungsweise ein bisschen Kontext dazu, ein bisschen History dazu und ein bisschen, was man halt so wissen möchte oder was interessant sein könnte. Dazu erzähle ich zunächst, was das überhaupt ist, wozu das gut ist, was man damit macht. Dazu möchte ich sagen, das wird kein Tutorial oder ähnliches. Das ist eher so ein Aufriss über Dinge, die es gibt und Dinge, die interessant sind und ein bisschen Background, wie die funktionieren. Weil, naja, ein Tutorial gibt es vielleicht nächstes Jahr, aber das ergibt sich dann aus den Entwicklungen, die dieses Projekt abschließt in hoffentlich naher Zukunft. Dazu gebe ich zwei Beispiele, die kurz illustrieren, worum es geht. Und dann möchte ich erzählen, was Hardwarebeschreibung ist, wozu das gut ist, wozu das führt, wo das herkommt und was Menschen damit machen und warum wir das implementieren wollen. Und ähnlich Simulationen, was gibt es für Problemchen und wie werden die gelöst? Welche Lösungen sind am Start und welche sind für uns nützlich und hilfreich? Welche anderen Lösungen gibt es, die für uns vielleicht nicht so hilfreich sind, weil sie nicht frei sind? Ich möchte dazu aufrufen, mitzumachen, wer Lust hat. Dazu gibt es auf jeden Fall ja Motivation. Es gibt inzwischen auch finanzielle Unterstützung dafür, wer irgendwas auf die Beine stellen möchte mit unserem Projekt. Und dazu möchte ich ein paar Hintergründe erläutern. Gut, was ist das? Also die GNU Circuit Analysis Package ist ein Schaltungssimulator, der 1990 von Al geschrieben wurde. Al ist ein Amerikaner, der in der Industrie, in der Forschung und Lehre unterwegs war und hat sich angeschaut, was die Leute so machen. Und er hat halt seinen eigenen Simulator vermarktet, um gewisse Firmen zu unterstützen beim Bauen von Halbleiterschaltungen. 2001 wurde ein C++-Port so weit fertig, dass er veröffentlicht werden konnte. Und das ganze Ding wurde zum GNU-Projekt und entsprechend lizenziert. Was gibt es dazu noch zu sagen? Ja, Port, GNU-CAP, wie vieles damals, war zunächst in Fortran geschrieben und wurde dann erst in C portiert. Und GNU-CAP ist jetzt ein freier Simulator, den kann sich jeder runterladen und angucken und mitmachen. Und der Zweck und Sinn ist die Modellierung, Simulation von Schaltungen. Und zwar zwei Sorten von Schaltungen, analoge Schaltungen und digitale Schaltungen. Analoge Schaltungen ist die eine Sorte, die naja, in kleinen Audioverstärkern hat man analoge Verstärker, möchte die nachrechnen, bevor man sie baut. Und die diskreten Logikbausteine, die kennt jeder aus seinen Prozessoren, die in jedem Smartphone ticken oder überhaupt in jedem Mikrochip vorhanden sind. Die Mischung von den zweien ist für die Simulation etwas aufwendiger. Und da musste Al etwas tiefer in die Trickkiste greifen als seine Kumpels damals. Er hat jetzt irgendwas, also seit das in C++ vorhanden ist, ist das Teil komplett erweiterbar. Alle Bauteile in seinem Simulator sind selber Plugins. Selbst die einfachsten Bauteile sind austauschbare Bauteile. Man kennt die Architektur vom Linux-Kernel, über den werden wir, soweit ich weiß, morgen noch was hören. Da heißen die Dinger Kernel-Module. Und Al hat neue Algorithmen entwickelt und selber eine Hardware-Beschreibungssprache erfunden, die so ein bisschen die heutigen Standards influenced haben, beeinflusst haben. Und zwar war er auch mit in den Standardisierungsgremien dann dabei und hat entsprechend Hand angelegt. Naja, also wozu macht man das? Man nimmt sich eine Schaltung. Eine Schaltung ist zunächst einfach ein Haufen miteinander verbundene Bauteile. Was das für Bauteile sind, spielt erstmal keine Rolle. Wichtig ist, dass es elektrische Verbindungen gibt zwischen Bauteilen
auf denen irgendwelche Potenziale herrschen und die den Gesetzen der Physik horchen und die eben das tun, wofür die Schaltung da war, wenn man da ist, wenn man eben Glück hatte. Und was ist in den Bauteilen drin? Das ist viel interessanter. Das war vielen nicht so aufgefallen, aber die Bauteile selber zu modellieren und zu basteln und zu implementieren, ist immer dann schwierig, wenn Bauteile neu auf den Markt kommen oder eben neue Ideen, neue Halbleiter erfunden werden, neue, was weiß ich. Und da braucht man neben solchen Sachen wie Ohmschen Gesetz eben gesteuerte Quellen, mit denen man dann eben Transistoren modellieren kann und in der digitalen Welt eben Ereignisse. Und dann sieht ein Modell eben so aus, On-Input-Change habe ich jetzt hingeschrieben, wenn da was wackelt, dann setzt den Ausgang auf nicht den Eingang und dann hat man ein Modell für ein elektrisches Bauteil, eben in einer Sprache, die eben kein ohmsches Gesetz und keine gesteuerten Quellen verwendet. Die Simulation, die nimmt dieses ganze Teil dann mit diesem ganzen Wust von Bauteilen, die miteinander verbunden wurden und berechnet Dinge wie einen Arbeitspunkt. Was ist ein Arbeitspunkt? Naja, ich möchte wissen, welche Spannungen, welche Potenziale sich auf welchen Knoten, auf welchen Leitungen nach dem Anschalten einstellen, wenn ich nichts tue. Das Zeitverhalten so ähnlich, bloß möchte ich jetzt von der Zeit abhängig wissen, wie sich diese Dinge entwickeln. Man kann Übertragungsfunktionen ausrechnen, wenn man irgendwelche Filter oder irgendwas hat. Und man kann noch vieles mehr ausrechnen, worauf ich jetzt nicht eingehen möchte, weil das den Rahmen sprengt. Ich habe GCompree gefunden, das ist ein anderes GNU-Projekt, das ist toll, das ist auch für Kinder ganz gut geeignet. Da kann man eben Schaltungen, auch Analogschaltungen zusammenklicken und dann kann man sehen, was die tun. Muss gar nicht viel tief in die Trickkiste greifen oder viel besonders, es ist für Kinder bis 10 angepriesen und den Zweck soll es jetzt auch erfüllen, einfach nur eine Schaltung mal kurz auseinandernehmen. Wir haben jetzt hier eine Batterie drin, einen ohmschen Widerstand und eine Glühlampe, die heißt G, weil G ein Buchstabe ist, den man für den Leitwert oft benutzt. Und ich wollte noch mal kurz erinnern, wie man in einem analogen System, was das jetzt hier ist, das ist eine Spannung und Ströme finden hier statt und wie man die ausrechnet. Dazu findet man raus, dass die Potenziale an den zwei Knoten 1 und 0 eben gerade die Differenz U ergeben. Und dann gibt es diese Gesetze, die man vielleicht noch aus dem Grundstudium kennt, die Knotenregel. Ströme addieren sich zu Null. Welche Ströme eigentlich? Naja, die Ströme, die zusammen in einen Knoten fließen. Und in U2, das ist hier diese rechte Kante, da fließen eben zwei Ströme rein. Und das eine ist einer über R und das andere ist der über diese Glühlampe. Und wenn man jetzt noch die Referenz irgendwie auf was Beliebiges setzt, zum Beispiel 0, kriegt man ein Gleichungssystem. Wir sehen jetzt hier eine Matrix. Eine Matrix ist so der zentrale Bestandteil eines jeden analogen Schaltungssimulators. Also kippe alles in die Matrix, löse das Gleichungssystem. Das macht man, um den Arbeitspunkt zu kriegen. Das macht man, um Transienten auszurechnen und um alles Mögliche. Also analoge Schaltungslöser, Matrixlöser. Wenn ich jetzt eine kombinatorische Schaltung anschaue, die keine Ströme und Spannung unbedingt braucht. Ich habe jetzt einfach nur einen Haufen Gatter zusammengeklickt. Das ging übrigens auch mit GCompree ganz nett. Dann kann man solche Kombinatorik hier bauen und an den Schaltern spielen und gucken, wie sich das entwickelt. Wer von euch kann erraten, was das für ein Bauteil ist? Hände hoch würde reichen. Ups. Es steht nicht auf den Folien. Das ist ein Volladdierer. Das ist nichts anderes als ein Ding, das zählt, wie viele Eingänge auf anstehen und das in binär ausgibt. Wer möchte, kann das nochmal kurz verifizieren. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, es gibt keine Spannung, es gibt Logikpegel, Logikwerte. Es gibt auch keine Ströme. Es gibt Ereignisse. Ein Signal ändert sich. Wird verzögert, das hatten wir jetzt hier nicht gesehen, aber wird verzögert weitergegeben.
Und wenn ich das jetzt nachrechnen möchte, brauche ich keine Matrix, sondern dann brauche ich sowas wie einen Selective Trace Algorithmus. Das ist ein Algorithmus, der guckt sich an, welches Signal ändert sich. Ich gehe nochmal kurz zurück. Also wenn ich jetzt hier den ersten Schalter hin und her wackle, welches Signal ändert sich und wie propagiert sich das? Dazu wird das Signal, das sich ändert, auf den Stack getan und dann iterativ Dinge auf dem Stack angeschaut, geguckt, wo gehen die hin? Ah, da gehen die hin, dann wird das auch auf den Stack getan und beim vom Stack runternehmen, wird eine Funktionstabelle ausgewertet und das Signal wird durchpropagiert. Das heißt, es wird so viel ausgerechnet, wie sich Signale auf Leitungen ändern. Keine globale Berechnung, Matrix, ähnliches nötig. Das ist so der Kontrast zu den analogen Schaltungen. Die Beschreibungssprachen, die haben eine lange Geschichte, die seit Nagel diesen Analog-Simulator erfunden hat. Das ist eine Weile her. Damals hat man tatsächlich sowohl Fortran als auch Netzlisten diesen Schaltplan auf Lochkarten gestanzt und dann mit dem Schubkarren ins Rechenzentrum gefahren. Das macht man heute nicht mehr so, aber das war die Beschreibungssprache. Da war die Sprache für die Bauteile Fortran und die Sprache für die Netzlisten war das, was sich jetzt als SPICE irgendwie etabliert hat. Das sagt, welches Bauteil ist mit welchem verbunden in Form von Löchern auf einer Lochkarte. Und es gab seither andere Versuche, Dinge zu standardisieren und Vendor Neutral, also austauschbar zu machen. Es ist irgendwie 96 gestorben, dieses EDIF-Format. Und seit 84 gibt es Verilog. Das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen. Das wird bei der Synthese digitaler Schaltungen oft verwendet, wenn ich ein FPGA programmiere oder wenn ich, ein ASIC. Und ich habe irgendeine Logik, die ich beschreibe als Programm, zum Beispiel hier in Verilog. Dann kann mir ein Tool dieses Verilog-Programm nehmen oder dieses Schaltungsmodell und ein Bitstream machen. Dann kann ich mein FPGA damit programmieren. Das hat eine lange, lange Geschichte. Es wurde erst 1995 befreit. Vorher hat es einem großen Konzern gehört. Und man kann damit auch Schaltpläne ganz gut beschreiben. Und damit hat man eigentlich alles, was man für Logiksynthese braucht, auf dem Tisch. Und die Analogerweiterung für dieses Verilog, die kam erst viel später. Und zwar, ja, 98 haben die angefangen. Der letzte Release von Verilog AMS ist 230 oder 240 oder so von 2014. Hier hat man jetzt dieses SPICE, was früher erfunden wurde, um auf Punchcards die Netzlisten zu kodieren, ersetzt und hat auch die Modellierung für die Modelle, die damals in Fortran, inzwischen in C passiert, ersetzt durch eine ganz neue Beschreibungssprache. Ich gehe nicht auf diese Beschreibung weiter ein, außer dass es eben sich um elektrische Quellen, die gesteuert werden und der ganzen Arithmetik dahinter handelt. Das ist alles in diesem Verilog AMS drin. Das ist zurzeit der Industriestandard und Erweiterungen darüber hinaus gibt es in der Industrie auch schon. Vielleicht, System Verilog ist dann das Gleiche nochmal weitergedacht für größere Sachen und auch für andere Paradigmen. Aber das Verilog AMS soll jetzt hier für unseren Simulator die Rolle spielen. Und jetzt ist es so, dass in Open Source Tools, also das, was ihr in euren Paketrepositories findet, da gibt es eben für Verilog AMS noch gar nicht so viel. Das Icarus Verilog hat sich relativ kurz nach dieser Standardsetzung bzw. Befreiung von Verilog eingefunden. Da hat ein Williams heißt der, hat den Icarus geschrieben und dazu eine virtuelle Maschine, die dann diese digitalen Dinger auswertet mit diesem Selective Trace Algorithmus, den ich vorhin angedeutet hatte. GNUCAP kann seit Anfang an sowas wie rudimentär diese Verilog-Schaltpläne. Was GNUCAP lang fehlte, war diese Beschreibung der Komponenten. Und da gibt es eine Zwischenlösung für SPICE-Simulatoren, die nennt sich Verilog A. Da gibt es quelloffene oder freie Tools,
mit denen man Spice-Modelle bauen kann aus Verilog-Beschreibungen, die aber ziemlich restriktiv sind. Und ja, seit letztem Jahr arbeite ich jetzt mit dem, also wir arbeiten an dem Verilog AMS Code-Generator, der dann eben erlaubt, Verilog AMS-Modelle in GnuCap zu benutzen und eben mal was Neues zu schaffen und der Entwicklung was entgegenzusetzen. Dazu muss man bedenken, dass das Projekt eben seit ungefähr 10 Jahren jetzt auf Eis lag. Ich habe länger versucht, Finanzierung dafür zu finden, habe sie aber nicht gefunden. Und deshalb ging es eben erst im Dezember los. Und dazu sage ich nachher noch so ein paar Sachen. Jetzt gucken wir uns erst noch mal dieses Verilog an. Das klingt ja sehr ominös, aber wenn man das am Beispiel sieht, ist es gar nicht mehr so furchteinflößend. Wir haben jetzt hier einen Inverter, der war vorhin auch in unserer Volladierer-Schaltung drin. Deshalb habe ich den mal rausgepickt. In Verilog kann ich so einen Inverter schreiben als ein Ding. Das hat 2 Ports, 1 rein, 1 raus. Und naja, der Ausgang und der Tippfehler, ja, da sollte natürlich eine Negierung noch drinstehen hier. Das ist ein Not-In, sonst macht das alles überhaupt keinen Sinn. Auf jeden Fall modelliert man so sein Bauteil und das Bauteil steckt man dann in den Simulator rein. Wenn ich jetzt das Ganze mir analog anschaue, ohne jetzt auf die Details einzugehen, dann nehme ich eben die Teile, aus denen ein Inverter tatsächlich besteht. Die Teile, aus denen das tatsächlich besteht, sind in dem Fall eben 2 Feldeffekttransistoren und diese Feldeffekttransistoren werden als Verilog-Modelle angeliefert. Die muss nur mein Simulator verdauen können. Naja, und das kann er jetzt im Wesentlichen. Und dann kann ich solche Inverter eben auch als Netzliste schreiben, in denen solche 2 Feldeffekttransistoren drin sind. Die Modelle sind grundverschieden. Das eine ist eben eventbasiert, das andere ist Strom- und Spannungsbasiert, also continuous. Und sind aber ein und dasselbe Bauteil, haben hier auch den gleichen Namen. Das ist kein Zufall. In Verilog gibt es einfach, der Verilog-Simulator, der pickt die Modelle raus, die heute passen für die Simulation, die gefordert wird. Also man kann beliebig viele Modelle für Inverter haben. Ein anderes Modell, das ist jetzt so ein Hybrid oder Zwitter aus diesem digitalen und analogen, die ich gerade hatte. Das ist das, was in Verilog AMS neu dazukam, dass ich eben auch mit abstrakteren Methoden als mit Halbleitermodellen sowas wie Transitionen von Spannungen modellieren kann. Das heißt, ich kann mit solchen Magic-Funktionen eben sagen, der Ausgang soll eben sich entsprechend bewegen, wann immer der Eingang, das ist hier das V, die halbe Betriebsspannung überquert oder so. Also es ist relativ primitiv gehalten. Das ist aber deutlich schneller zu simulieren als ein voller Inverter, der aus 2 Transistoren besteht. Und das braucht man eben manchmal, diese Übergänge zwischen Modellgenauigkeit, ohne dabei viel zu verlieren. Das ist immer noch ereignisbasiert und trotzdem analog. Und das ist die Neuheit und in der Industrie eben seit 30 Jahren Standard. Und für uns noch, ja, muss man tief in die Tasche greifen im Moment noch. 2024, das wird diese Folge von dem Projekt sein, an dem ich gerade arbeite, wollen wir das auch noch umsetzen. Und jetzt kann man mit solchen Modulen, da gibt es in Verilog AMS das sogenannte Connect-Module, das soll verschiedene Inseln verschiedener Modelldomänen verbinden. Das heißt, ich möchte jetzt, wenn ich ein Logikbauteil habe und einen analogen Verstärker auf dem gleichen Chip, dann möchte ich bitte, dass nach irgendwelchen Regeln diese Welten verbunden werden. Und das muss benutzerdefiniert sein, weil wenn ich das in meinen Simulator hart einkodiere, dann funktioniert das genau für eine Technologie und nicht für die andere. Und das brauchen wir dringend und das kommt dann hoffentlich auch 2024. Bei der Simulation, also jetzt haben wir gesehen, es gibt eben analoge Digitale und es gibt diesen komischen Zwitter-Hybrid-Mixed-Signal irgendwas.
Und bei der Simulation sieht es eben so aus, dass dieses Spice von damals, dieses Spice 3, komplett analog ist, komplett Matrix rein, Lösung ausrechnen, Knotenspannungen kennen. Da gibt es natürlich irgendwelche Erweiterungen, die mehr können, aber das Verilog AMS und das, was von Verilog AMS angedacht ist, können die nicht. Naja, ein paar Jahre später kam eben dieses ACS von Al auf den Markt. Das war damals eben noch nicht frei. Er hat seine Dissertation darüber geschrieben und hatte so eine Eingebung, ein Fast-Spice-Algorithmus. Dann kam plötzlich das Fast dazu. Ja, was ist denn das eigentlich? Kann ich jetzt leider nicht erklären. Hängt damit zusammen, dass man an dieser Matrix, die ich da vorhin lösen, diese Matrix, die vorhin gelöst werden musste, die muss man anders aufreihen und anders verstehen und besser zerlegen. Und das hat er eben gemacht. Und dann kommt eben raus, dass man mit Ereignissen umgehen kann, dass man Mixed Signal umsetzen kann, dass man Multirate bedeutet, verschiedene Bauteile auf der Platine oder auf meiner Schaltung laufen mit verschiedenen Zeitschritten. Oder wo keine Aktivität ist, wird nicht gerechnet. Das kennt man von der Halbleiterentwicklung ganz generell, ist ein bisschen farfetched, aber wenn man sich anguckt, warum ist CMOS-Technologie so viel schneller, so viel effizienter, das liegt einfach daran, es wird nur da ein Strom wird nur da geheizt, da fließt ein Strom, wo tatsächlich Aktivität vorliegt, ja. Und bei dem Fast Spice und dem alten Spice ist es so ähnlich wie zwischen dem CMOS und dem Bipolar-Technologie oder bei den Röhren, wo immer ein Ruhestrom fließt, wo immer alles brummt. Und bei dem Fast Spice versucht man jetzt tatsächlich nur die Aktivität zu simulieren und nicht alles. Das ist jetzt eben GnuCap geworden und seither ist leider Fast Spice versickert in der freien Welt. In der Industrie gibt es das, man kann das kaufen, wenn man es sich leisten kann. Und es gibt leider keine Weiterentwicklung und wir sind nicht fertig geworden. Tja. Den Bedarf gibt es trotzdem. Seit 2019 gibt es die Free Silicon Foundation. Die haben nach dem Vorbild der Free Software Foundation eine Community gegründet, die sich auf die Fahnen schreibt, freie Hardware zu bauen, freie Hardware mit freien Bauteilen, freie Schaltpläne. Und die haben eine Konferenz ins Leben gerufen, die jetzt jährlich stattfindet. Und da tauscht man sich aus über die Entwicklungen. Ab Dezember gibt es eben diese NLNet-Finanzierung. NLNet ist eine Firma in den Niederlanden, die damals betraut war mit dem ISDN-Netzwerk und hat die Infrastruktur gebaut. Die wurde vor einigen Jahren abgestoßen und der Erlös wurde an Entwickler, die an Basistechnologien arbeiten, und zwar an freier Software, Open-Source-Software, weitergegeben. Und das machen die seit einigen Jahren und seit kürzlich kriegen sie auch Unterstützung von der Europäischen Kommission, die da ganz schön viel Geld reinballert. Man kann sich da bewerben, man kann da eben sagen, okay, ich habe hier ein Projekt, das ist wichtig für alle. Ich möchte daran arbeiten, aber ich habe kein Geld dafür. Helft mir mal. Und wir haben eben diese Verilog A-Unterstützung mit deren Hilfe fertiggestellt, mehr Richtung AMS, hoffentlich in der nächsten Runde. Dazu kam lustigerweise jetzt der EU Chips Act. Man hat festgestellt, wenn wir die Chips immer nur im fernen Ausland bauen, dann kann es Engpässe geben. Und Teile dieses Geldes, ich weiß jetzt nicht, ob Teile davon an NLNet und an die Entwickler fließt, da wird auf jeden Fall viel Geld in die Chipindustrie, da bauen die neue Fabs jetzt, reingesteckt. Und man legt es wirklich drauf an, von Grund auf das System zu erneuern. Das finde ich eigentlich ganz ganz interessante Message. Und tatsächlich sind jetzt, das war letzte Woche, auf der FSIC sind einige angekommen und haben ihre Designs, die quelloffen und frei sind, vorgeführt. Und da gibt es eine tolle Schaltung aus Linz. Die haben mit den NGSpice und Size Simulatoren
versucht, sowas zu simulieren und die kommen ganz schön ins Schwitzen und die kommerziellen Tools, die haben die zwar alle auf dem Tisch oder Kumpels, die die zur Verfügung stellen oder an Unis irgendwelche Billiglizenzen etc., aber die haben halt wirklich versucht, ich benutze jetzt nur freie Tools und die haben wirklich, um einen Wandler zu bauen, hier ist so ein Analog-Digital-Wandler, müsstet ihr jetzt nachgucken auf der FSIC-Seite nach dem Vortrag. Die haben wirklich 25 verschiedene Open-Source-Projekte benutzt, um einen Schaltplan für einen Wandler zu bauen. Und da kommt dann so ein Riesenmonster raus mit irgendwie 70.000 Transistoren. Und das wollen die dann simulieren, bevor es gefertigt werden kann. Prost Mahlzeit. Und IHP ist ein Forschungsinstitut, das Leibniz-Institut in Frankfurt-Oder. Die schreiben sich ganz klar auf ihr Programm. Naja, die wollen tatsächlich das durchziehen und Open-Source-Software verwenden in dem Bereich, um eben alles aufzumachen, damit es nachvollziehbar wird. Und naja, warum will man das? Muss ich nicht erklären. Wir brauchen einen freien Simulator, der nicht nur Bitstreams für FPGAs versteht oder Logikbausteine auf Inverter-Level-Ebene, Event-Driven Simulationen, sondern wir brauchen eben so einen Mixed-Signal-Simulator, mit dem die Industrie vorgemacht hat, was möglich ist. Und gewisserweise ist das so ein Aufholspiel, aber wenn wir es nicht spielen, wird uns keiner erklären, wie es funktioniert. Okay, es gibt also beliebig viel zu tun. Und am 1. August kann man sich wieder bewerben. Das werde ich wohl tun. Und die brauchen an die 3 Monate, 4 Monate mit Back and Forth für das Review. Und wir werden wahrscheinlich weitere Entwickler ins Team aufnehmen. Einen habe ich an der Angel. Ich hoffe, es werden mehr. Man kann auch mit Forschungseinrichtungen kollaborieren. Das ist immer nett, wenn man dann die Beispielschaltung direkt aus erster Hand kriegt, die man dann als Testbenches benutzen kann. Ich weiß, dass Studenten in Frage kommen für Praktika. Manche müssen sogar eins machen für ihren Studiengang, um der Prüfungsordnung gerecht zu werden. Sowas könnte man auch machen. Und wer sich eingelesen hat, ist im Vorteil, natürlich. Und dann gibt es Sachen, die wir spontan gebrauchen können. Wir könnten noch viel mehr gebrauchen, aber das ist jetzt mal eine kleine Liste. Bauteilmodelle, zum Teil einfach Portierungen aus anderen Simulatoren. Also wir haben dieses Plugin-Interface und wir unterstützen die Bauteile von den anderen Simulatoren, zum Teil ohne den Bedarf, die neu zu kompilieren. Wir kennen die Schnittstellen, wir binden die mit ein. Das kann man auswerten. Man kann neue Befehle, neue Algorithmen bauen, man kann Befehle zur Logikanalyse machen, man kann Algorithmen zu was auch immer, Signal Integrity endlich mal. Man kann, was kann man für Befehle, also irgendwelche Simulationsbefehle, die wir noch nicht haben und die eben in der Industrie angepriesen werden. Irgendwelche Harmonic Balance Algorithmen implementieren, wer das möchte. Oder Sensitivitätsanalysen, alles Mögliche. Wer Tutorials schreiben will oder Dokumentation, selbst das kommt in Frage als Beitrag für unser Projekt natürlich. Und Kompatibilität mit anderen Projekten bedeutet in dem Fall zur Verfügung stellen von Drop-in-Replacements. Wenn die halbe Welt Lochkarten benutzt, dann müssen wir die früher oder später auch unterstützen und müssen die genauso interpretieren wie die anderen, weil wir sonst nicht, weil sonst die Einstiegshürde zu hoch ist. Dateiformate ist so eine ähnliche Geschichte. Es gibt Dateiformate, ich hatte vorhin dieses Edit-Format, das gestorben ist, angefügt. Es gibt keine 2 Open-Source-Tools, die, also bis auf ein paar, die Verilog verstehen, so wirklich ein Dateiformat sich teilen und einen Datenaustausch garantieren. Da sind wir noch am Anfang. Also es gibt Menschen, die machen Schematics, es gibt Menschen, die machen PCBs, es gibt Menschen, die machen IC-Design, die machen Layout, es gibt Menschen,
Die machen die eine Analyse, die Menschen, die mit der anderen Analyse, und jeder benutzt sein eigenes Tool mit seinen eigenen Dateiformaten, die nicht auf einen Nenner zu bringen sind. Und dann wird so eine Kollaboration auch ganz praktisch gesehen erschwert. Wir haben eine Python-Bibliothek, irgendwelche Bindings für die eigentliche GNUcap-Bibliothek. Das ist, würde ich sagen, im Proof-of-Concept-Stadium. Wenn man das fertig bauen würde, oh, das würde mich freuen. Es gibt übrigens Leute, die das brauchen. Also es ist Python ist ganz, ganz weit, oder Python, wie es anglizistisch heißt, ist im Kommen, und jeder möchte das, will das benutzen, und viele Designs, viele Beschreibungen, viele Sachen. Also man benutzt dann Python-Programme statt Datenaustauschformate, weil man sich eben, jeder schreibt sich sein Programm selber, das die Schaltung nochmal erzeugt, anstatt dass man sie halt einfach speichert. Und man hat natürlich die entsprechenden Entwicklungstools, die bei Python gerade gratis mit dazukommen. Die grafische Benutzeroberfläche, da fehlt es uns, habe ich mal versucht. Ich benutze sowas selber so selten, beziehungsweise gar nicht, deshalb bin ich vielleicht nicht der Richtige dafür, aber eine grafische Benutzeroberfläche implementieren wäre echt sehr cool. Und wer Ideen hat oder wer einsteigen will, man kann immer bei NLNet anrufen und sagen, okay, ich habe jetzt 300 Stunden gearbeitet, das wolltet ihr doch haben, so viel kostet das. Oder bevor man anfängt, naja, einen Rahmen dafür setzen, was man machen möchte. Man muss keine Vollzeitarbeit liefern, man kann auch ein Wochenende Hobbyprojekt machen und sich das vergüten lassen, soweit das sinnvoll ist. Und ich möchte mich bedanken, es sind ja doch sehr viele geworden inzwischen. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr jetzt wahrscheinlich noch kurz Fragen stellen. Dann kann ich die noch kurz beantworten, sonst kann man auch. Die Frage war, warum wir Verilog AMS und nicht VHDL verwenden. Es gibt tatsächlich Interessenten, die auch VHDL gerne in GNUcap sehen würden. Von der Simulationsarchitektur ist das ein und dasselbe. Das ist die Frage, wer es macht. In der Industrie und in der Implementierung, die wir auf dem Tisch haben in GNUcap, war Verilog angedacht und war schon zum Teil implementiert. Und es ist ein Standard, der sich in der Industrie durchgesetzt hat, und der ist einfach zuerst dran. Es könnte aber dein Projekt sein. Die Deadline ist 1. August. Und dann schauen wir mal. Ach so, noch eins. VHDL definiert keine Kompatibilität mit Spice. Spice wird aber verwendet und werden wir nicht loswerden. Das ist so ähnlich wie, wir schreiben C-Programme statt Fortran-Programme. Wir benutzen aber die gleichen Symboltabellen. Das heißt, wir können den alten Kram einfach mitschleifen. VHDL ist ein akademisches Projekt. Da hat man an solche praktischen Feinheiten nicht gedacht. Ließe sich machen, hat keiner gemacht. Also gerne, ja. Keine weiteren Fragen? Ja, dann bin ich fertig. Vielen Dank.